Du warst gestern in dem zweiten parlamentarischen Untersuchungsausschuss von Baden-Württemberg. Warum gibt es den überhaupt? Naja, ich meine, der erste Untersuchungsausschuss hat ja viele Sachen gar nicht geklärt. Insbesondere die Unterstützerszene, die potenzielle Unterstützerszene des NSU. Da war ja festgestellt worden, schon in langen Untersuchungen des Innenministeriums, dass sich die Bekanntschaftsszene zumindest auf 100 Personen ungefähr beläuft, und das ist regelmäßig. Es ist die Rede von verifizierten Kontakten, 52 in der Zeit, war auch rein in die Serie ihrer Terrortaten, dass die nach wie vor angedauert haben. Es waren 1000 von 10.000 Objekten auf der 10.000er-Liste drauf, also 1000 Objekte in Baden-Württemberg. Was für Objekte? Ja, vieles über Internetrecherchen, aber viele auch vor Ort angeguckt, zum Beispiel migrantische Geschäfte etc. Ach so, Anschlagsorte. Ja, natürlich, sind ausgekundschaftet worden hier in Baden-Württemberg. Namentlich in Stuttgart gibt es ja Bilder, auch aus dem Bauschutt von Chemnitz. Also das ist im Prinzip alles ja nicht ausgeleuchtet worden, und die Musikszene hin zu jetzt renommierten, sogenannten renommierten Anwälten um den Neue Werte Sänger und Neue Werte Bandmitglieder Stefan Hammer etc. sind ja alles nicht eruiert worden. Die Ludwigsburg Connection, all das war kein Thema des ersten Untersuchungsausschusses. Vorschnell wurde aber im Prinzip entsprechend der Linie der Generalbundesanwaltschaft die Theresienwiesen-Morde zugeordnet. Beate Schäpe hat ja jetzt die unglaubwürdige These aufgestellt, aus reiner Wut gegen Polizei. Das ist zwar auf der Generalbundesanwaltschaftslinie, damit ist aber noch nicht geklärt, warum diese beiden Polizisten ausgewählt wurden, aber Theresienwiese etc. Also es gibt vieles, was aufzuklären wäre. Ob dieser Ausschuss das jetzt machen wird, das ist mit einem großen Fragezeichen belegt. Wer ist in dem Ausschuss? Entsprechende parlamentarischen Fraktionsverhältnissen, die parlamentarischen Fraktionen, die zum Zeitpunkt der Einsetzung dort waren. Also, das ist namentlich die Regierungsfraktion mit einem deutlichen quantitativen Übergewicht. Ich glaube, sie haben beide vier. Obergrenze des Ausschusses sind 12 Mitglieder, zwei kommen von der SPD. Vorsitzender des Ausschusses ist auch der letzte Vorsitzende, Wolfgang Drexler von der SPD. Da ist jetzt ein neues Mitglied, Dr. Weihrauch, und dann die FDP und die AfD. Und die Grünen. Die Grüne habe ich unter Regierung gezählt. Ach Also da so. habe ich nicht extra CDU und Grüne aufgeführt, mit Okay. jeweils vier Sitzen, das hatte ich ja gesagt. Und worum ging es dann gestern? Also gestern war so eine Auftaktsitzung, wo auf der einen Seite wohl gedacht worden war, man könne unter die Theresienwiese den endgültigen Knopf machen. Es gibt ja seit Veröffentlichung des Sterns eine weitere Spur in Bezug auf die Theresienwiese, ob sie richtig oder falsch ist, sei dahingestellt, oder Relevanz hat für das Tatgeschehen auf der Theresienwiese. Das ist die Spur der Geheimdienste. Es hat offensichtlich eine größere geheimdienstliche Aktion in der Bundesrepublik im Umfeld stattgefunden, und die hat auch ihre Lokalität auf Heilbronn bezogen gehabt. Und da war der Ausgangspunkt ein Telefonat, was der Stern und der Spiegel auch gesagt hatten, dass also praktisch der Nachrichtendienst der USA, ich weiß gar nicht, ob es der militärische Nachrichtendienst gewesen ist, einen Kontakt gehabt hat mit dem BND. Gestern wurde in geheimer Sitzung ein BND-Beamter auch vernommen, weil seine Aussagegenehmigung so gestaltet war, dass es praktisch nichts in öffentlicher Sitzung hätte stattfinden können. Das wäre relativ kurz gewesen, wenn er keinen Kontakt gehabt hätte zu den US-Geheimdiensten. Es ging dann aber eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr, diese Vernehmung. Hinterher kam dann der Vorsitzende aus dieser geheimen Vernehmung heraus und sagte: Ja, wir haben einen Beschluss gefasst über die Einvernahme von drei weiteren Beschäftigten, eins vom BND, eins vom LKA, und ich glaube, der Landespolizeipräsident ist der dritte, die einvernommen werden sollen. Das handelt sich offensichtlich darum, es scheint sogar auf der Ebene der baden-württembergischen Behörden durch den Landespolizeipräsidenten Hettger, was er in seiner ersten Einvernahme vor dem Untersuchungsausschuss nicht gesagt hat, einen Rahmenbefehl gegeben haben, die diesen Einsatz wohl flankiert haben könnte. Aber ich verstehe noch nicht, was hat denn der amerikanische Geheimdienst damit zu tun? Oder was ist, wie kommt der da rein?
Es ist zunächst mal wichtig zu wissen, dass es dort eine Aktion gegeben hat, offensichtlich eine Suchaktion, offensichtlich gegen islamistische Waffenschiebereien und Terrorverdächtige aus diesen Reihen von Al-Qaida. Und das war bis jetzt kein Thema. Es hat ja schon mehrfach also Ansatzpunkte gegeben, dass Kontaktleute, es hat ja im letzten Ausschuss auch ein Beschäftigter der US-Streitkräfte darüber ausgesagt, dass es eine Aktion gegeben hat und dass dort Agenten auch auf dem im Umfeld des Theresien Wiese gewesen. Zu dem Zeitpunkt da, ja, als gewesen der Mord sind. An Michel Kiesel. Und das Interessante wäre ja nun, also wenn dort eine staatliche Aktion stattgefunden hat, mit großflächiger Aufklärungsmaßnahmen, was haben die eigentlich für Kenntnisse, wenn in diesem Umfeld jetzt diese Aktion stattgefunden hat? Und das herauszubekommen, wenn es dort noch Informationen gibt, in Bezug auf, ob da Beifang gewesen ist, im Sinne von Erkenntnissen, wie das möglicherweise auf der Theresienwiese abgelaufen ist, das ist doch ein absolut wichtiges Erkenntnismittel. Und insofern muss dieser Ausschuss natürlich dem nachgehen. Das ist doch eine vollkommen klare Geschichte, weil ja im Prinzip mit Ausnahme bestimmter DNA-Spuren, aber es gibt ja auch genügend unbekannte DNA-Spuren an dem Fahrzeug der beiden Polizeibeamten, also die DNA-Spuren von den beiden Uwes, gibt es ja genügend, also praktisch Unaufgeklärtes, und das sind ja relativ schwache Indizien, also auch wenn DNA-Profil dort vorhanden ist, aber nicht an den Tatwaffen. Mhm. Die Tatwaffen wurden aufgefunden noch im Fahrzeug, das abgebrannt ist, wo die Uwes zu Tode gekommen sind, und in dem abgebrannten Haus, wo ihr Unterschlupf gewesen ist, oder was heißt Unterschlupf, ihre normale Wohnung gewesen ist. Aber es klingt nach einem komischen Zufall, finde ich, dass der amerikanische Geheimdienst gerade zu der Zeit... Ja, ich finde auch, man sollte jetzt nicht so viel darauf setzen. Also das ist das einzig Interessante dabei ist, dass es offensichtlich Kontakte zwischen US-Behörden, Geheimdienst, FBI und deutschen Behörden gegeben hat. Also kann man als verifiziert annehmen. Und dass es in diesem Zusammenhang sehr wohl Rahmenbefehle für diesen Einsatz gegeben hat, der bis runter auf die baden-württembergische Ebene ist und die bis jetzt vor dem Untersuchungsausschuss und insgesamt vor der Öffentlichkeit geheim gehalten worden sind. Und was der Inhalt dieses nun mal ist, das wäre das Interessante jetzt rauszubekommen. Und vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, wenn es dann Aktionen im Umfeld der Theresienwiese in Heilbronn gegeben hat, ob da nicht doch zufälligerweise Erkenntnisse zumindest angefallen sind. Ja. Das wird jetzt nicht eine Aktion sein, dass die Polizei auf die Polizei war oder sonst was, aber dass, ob da Erkenntnisse angefallen sind. Mhm. Das ist insofern durchaus interessant. Und gestern gab es dann so einen Überblick. Nein, das war der eine Teil. Und der andere Teil waren im Prinzip die Sachverständigen zum Rechtsextremismus beziehungsweise zum Ku Klux Klan, zwei Professoren. Für den einen Fall sagte der Zuständige zum Ku Klux Klan, da sagte hinterher, kann man vielleicht so zusammenfassen, der Obmann der CDU sagte dann, für mich ist jetzt am Ku Klux Klan der Knopf dran gemacht, wobei er völlig übersehen hat, dass der Sachverständige gesagt hat, dass die Ersetzung des Ultranationalismus bezogen auf Territorialstaaten durch einen weißen Rassismus und die weiße Vorherrschaft und den allseitigen Kampf und die Anstellung eines Kampfes der weißen Rasse durchaus mit Ku Klux Klan Ideen hier auch ihre weitere Verbreitung, Vertiefung gefunden hat. Und auf der anderen Seite war eine interessante Aussage in der gestrigen Expertise von Samuel Salzborn, dass es zu gering bis jetzt eingeschätzt worden ist, die Kontinuität von personellen Strukturen und Verbindungen in der Nazi-Szene, insbesondere Ausgangspunkt FAP aus den 90er Jahren, die kontinuierlich, also praktisch Netzwerke gehalten haben, sei es nun Blood and Honor, sei es Hammerskin, sei es Ku Klux Klan und so weiter. Also die Verwicklung der Polizei in diese Ku Klux Klan Strukturen. Die gibt es auch, aber viel interessanter ist, das ist ja bis jetzt noch nie zum Thema geworden in diesen Untersuchungsausschüssen, ist die Kontinuität nationalsozialistisch orientierter Strukturen auf der Basis dieses Antisemitismus, der Vorherrschaft der weißen Rasse, Ideologie und des völkischen Denkens überhaupt in diesen Nazi-Strukturen über Kontinuitäten, über jahrzehntelange Kontinuitäten, dass das ein Thema sei. Ja, also du fährst jetzt regelmäßig dann nach Stuttgart. Der wird jetzt monatlich so ungefähr tagen, 14. Oktober ist der nächste Termin, dann der 14. November, der 2. Dezember und dann im weiteren monatlichen Rhythmus.